Hardys, eine Krankheit, psychische Krankheit von Tom Hardy, so wollen mit sich selber reden. Ja, ey. Das würden dann wiederum Leute gucken, aber es geht schon los hier, wir sind schon mittendrin. Joker gegen DDD. Warum hast du aufgegeben? Okay. Hm. Er hat Herz gesagt. Er hat Herz gemacht. Ja, Daniel sagt, er hat ein paar Jahre in der Tontechnik gearbeitet. Don't disrespect me. Ja, aber hier, Repus gegen Flora. Ich bin jetzt gerade tatsächlich überrascht, dass wir... Joker sehen, weil... Joker. Ich weiß, dass Flora gegen den Game & Watch von Repus verloren hat, beim letzten Smash Cup Flensburg. Das war nicht lange her. Aber anscheinend will Repus es mit Joker schaffen. Und kann ich auch verstehen. Aber mal schauen. Mal schauen, wie dieses Game geht und wie das Ganze... Oh ja, hat er gut gemacht, aber nicht ganz ausgeführt und 173%. So langsam muss er den Kill bekommen. Oh. Ah, schon wieder SD. Ja, aber das war so auf mehreren Ebenen SD. Ah. Vielleicht ist da irgendwas nicht richtig mit der Steuerung. Oh, disrespecting Gordo in... Ah! Direkt weggezimmert, aber direkt, yeah, wie mit einer Panzerfaust auf eine Mücke schießen. Mhm. So ein kleinen... Aber schon wieder, Boy. Den Gordo schon wieder zurückreflektiert, direkt ins Gesicht. Ja, Scouty ist wieder am Start. Was geht, Scouty? Syntec immer noch. What's und der Recycle Michael. Recycle Michael, finde ich, ist ein richtig geiler Name. Safe. Okay. Vielleicht ist das eine Anweisung. Dann wäre es Michael Recycle, Ausrufezeichen. Ja, oder du sollst Michael recyceln. Oh, okay. Vielleicht. Kann man viele Sachen draus machen. Oh! Ja, du hast schon gesehen. Das finde ich immer sehr weird. Also ich persönlich bin kein Fan von diesem Sprite, was über den ganzen Bildschirm reicht. Geschichten. Passiert das jedes Mal? Weil ich habe das bis jetzt zum ersten Mal gesehen. Weiß ich nicht, ob jedes Mal. Ich glaube nicht. Ich glaube, der muss dafür am Boden sein oder so. Ich weiß nicht, was die Regeln da sind, aber ich weiß, dass es nervt. Oh, er hat auch richtig die Eid, aber hat nicht gereicht. Und das geht jetzt an Flora. Aber 150... wobei ohne Ascend DDD zu launchen? Ja, ist nicht leicht, aber wenn er jetzt einen Backer bekommt... Oh, nee, auch dann nicht. Auch dann nicht. Und trotzdem den Gordo direkt geblockt. Ja, es ist tatsächlich ziemlich... scary, ein Gordo zu parryen. Der bewegt sich halt die ganze Zeit, deswegen... Hast du gerade diesen Matrix-Moment gesehen? Er hat gerade geschossen und dadurch wurde seine Hitbox so gelowert, dass der Gordo genau über ihn rübergeflogen ist. Ja, tatsächlich, bei Ultimate ist das mit den Hitboxen schon ziemlich genau gemacht. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, so akkurat zu spielen. Also so dieses Microspacing und sowas ist schon sehr wichtig in Ultimate. Das haben wir ja auch bei Belcampo gesehen, gegen Flora. Inkling geht halt immer praktisch, er geht immer unter, wenn er läuft. Weil er ja dieser Tintenfisch ist, der praktisch, naja, aus Tinte besteht. Genau, und der taucht immer in die Tinte ein. Und damit kannst du auch ganz viele voiden. Der die Inkling-Frucht gegessen hat. Oh, und da durch den reflektierten Gordo. Also die... Das muss man Repus wirklich lassen. Er lässt sich nicht von den Gordos verarschen. Nö, nee, teilweise nur. Und ja, 1-0. Dafür, dass Sir nichts mit Smash zu tun hat, kennt er die ganzen Begriffe ganz gut. Dankeschön. Du hast doch schon Props bekommen für Dankeschön. Commentary. Ja, oder? Finde ich auch. Merci. Guck mal. Ich mag einfach keinen Spaß haben. So. Let's go Repos. Ja, wir sind ja alle für Repos. Repos? Nee. Das ist die... Repus. Repos ist, glaube ich, die griechische Version von Repus. Das ist der griechische. Das ist ein griechischer Cousin. Ja, genau. Das ist kein altrömischer, sondern griechischer Repus. Was würde der griechische Repus spielen? Wahrscheinlich Simon? I don't know. Was würde der spielen? Ja, er würde warten, bis... Leonidas einen Charakter bekommt? Ja, nee, aber hier, kennst du dieses Spiel Hades? Oh ja, Switch? Ja, Hades, ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Charakter hieß, aber der Main.
der Main Character von Hades. Kennt ihr doch alle, oder, Chat? So, wir gehen ins zweite Game. Flora gegen Repus. 1-0 Flora bisher. Repus lässt sich nicht lumpen. 35%. Oh. Schon mal ein Anfang, ne? Man arbeitet. Man kann aber auch schnell demotiviert sein, wenn dann zwei oder drei Attacken von DDD, ungefähr zwei, das gleiche machen. Zagreus, genau. Danke, Syntec. Sehr cooles Spiel übrigens. Kann ich euch nur empfehlen. Hat echt, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist echt ziemlich cool. Oh! Nicht Zagreus, Zagreus, sondern Zagrepus. Mal gucken, ob er hier. Kratos for Smash. Ja, good luck. Good luck. Wobei, ich meine, mittlerweile Sakurai hat ja die Fähigkeit, fremde IPs zu absorbieren. Das ist ja seine Teufelsfrucht. Also, ich glaube, wenn er das wirklich will, dann kriegt er das hin. So. Ja, er macht Lawsuit auf Sony und dann geht er schon. Braucht er nicht mehr. Ich meine, es hat ja auch ein schwedisches Indie-Spiel reingeschafft. In Anführungsstrichen Indie-Spiel. Ach, du meinst Minecraft? Minecraft. Stimmt. Notch. Nee, der ist nicht mehr offiziell mit dem Produkt assoziiert. Notch. Der ist jetzt einfach nur noch sad und reich. Sad und reich auf Twitter. Und cringe. Und cringe. Darf man nicht vergessen. Deswegen versuchen sie auch, ihn so möglichst aus der Geschichte rauszubinden. Okay, Flora, die ist auch echt zäh. Die lässt sich hier... Die kriegt hier die ganze Zeit so ein paar Liebesbisse, aber das steckt sie einfach ein. Mhm. Das haut sie nicht um. Ja, DDD ist der Plumpsack. Er geht um, aber der geht nicht raus. Oh. Ja, okay, der abzählt. Wichtig für Repus, hat noch nicht so viel Prozente gefressen. Flora wartet, um Arsene auslaufen zu lassen. Wir sehen die Leiste unten. Das ist fast die Hälfte jetzt schon. Die geht langsam runter und die braucht Repus gerade. Einfach ein bisschen Damage. Damage. Er braucht den Damage. Oh, und da kommt die Kopfnuss. Ja, wie lange bist du hier, bis Laser? Ich habe eben schon mit Repus geredet. Du musst ihn mal besuchen und dann kommst du auch mal auf NDZ. Ganz wichtig. Wow. Okay, also er macht das auf jeden Fall gerade ganz gut mit der Gun. Oh. Ja, er stackt das langsam. Stackt er die Prozente hoch. Vor allem habe ich das Gefühl, er hat jetzt wieder seinen Real-Life-Ascent angemacht. Oh. Er spielt jetzt deutlich dominanter. Ja. Ja, ich glaube, das war zur Arcadia-Zeit, ne? Da warst du mal in Lübeck. Oh, oh. Ja, das muss man wissen. Je höher die Prozente sind, desto kürzer hast du Invincibility an der Edge. Und das hat Flora gerade ziemlich gut ausgenutzt hier mit dem Hammer. Hat Repus eine Sekunde zu lange gewartet und wurde direkt weggeklatscht. Oh! Oh! Ja, das war ein Close Shake. Mhm. Bin mal gespannt, falls Repus das verliert, ob er auf Game & Watch wechselt. Kann schon sein. Wär das Hype? Ist das sowas wie der Moment, als Rock Lee seine Trainingsgewichte abgelegt hat? Ist das sowas? Ist Game & Watch der... Game & Watch ist stumpf. Also er ist jetzt kein leichter... Ja, er ist schon relativ leicht, tatsächlich. Also dafür, wie gut er ist, ist er relativ leicht. 20 Stunden? Jesus. Ne, das ist natürlich rough. 20 Stunden ist ein bisschen doll. Oh mein Gott, wie geht das? 20 Stunden durch Deutschland? Nee, dann lieber mit Auto. 20 Stunden an meinem Bahnhof gewartet, auf die Bahn, die verspätet. Ja, genau, wahrscheinlich so. Für eine Strecke von 30 Kilometern. Ist jetzt gerade wichtig für Repus. Schön macht er das mit dem Damage, aber er muss auch ein bisschen safe bleiben, weil Flora lässt sich gern fallen mit der Nair. Buddy Slam, Bauchklatscher. Oh. Oh. Und was sich Repus jetzt gerade nicht erlauben kann, ist ein Fehler. Oh. Oh. Das geht noch nicht. Der Punisher, den Zug. Da kommt der Gordo. Da kommt immer der Offscreen-Gordo. Da hat er den Zug.
Sie oh, was passiert? Oh, und die cool. Und in die Kopfnuss. Sehr cool gemacht. Sehr so cool. Ein cooler Finisher. Hat sie gewartet, bis das ausgelaufen ist und das dann absichtlich gefollow-up? Ja. Wow. Ja, wow. Das ist halt eine Sache, da muss man, ja, das muss man einfach wissen. Wenn man es nicht weiß, dann fällt man drauf rein. Es ist genau das Gleiche mit Yoshi. Du kannst mit Yoshi auch grabben, die ganze Zeit nur pammeln und wenn er rauskommt, machst du Downbeat. Das, weißt du, muss man halt wissen, dass es nicht unbedingt klappt, wenn man, naja, wenn man es weiß. Man muss es halt einfach nur wissen. Sounds like a good night. Sounds like good fun. 18 Uhr schon? Yo. Wie viel haben wir noch vor uns? Das ist jetzt gerade Losers Quarterfinals, ne? Danach kommen noch 1, 2, 3 Sets mindestens. Okay. 4? Ja, es wird reingehasselt auf jeden Fall. Jetzt können wir auf jeden Fall kein 3-2 im Grand Finals und dann noch Bracket Reset 3-2 vertragen. Aber es wird, glaube ich, auch nicht dazu kommen. Ich glaube, SDN wird das ganz schön schnell abfertigen. Also was wir damit sagen möchten, go Flora, hau ihm aufs Maul. Ja, zack, zack. Yeah, we have places to be. Genau, wir gehen noch Ramen essen. Ganz wichtig. Die nach NIZ Ramen Session. Freue ich mich schon drauf. Mhm. Das ist tatsächlich so das eine Essensgericht, das ich sehr viel zu Hause mache. Ja, ich mache das auch gerne. Schön mit Ingwer und Knoblauch als Base. Sehr oh geil. Mein Gott. Ja, gerade macht das Repos ziemlich gut. Also auch gerade, wie er mit der Gun den Glaude zurückgehauen hat zum Beispiel. Oh, und Ascend bei 150. Okay, guter Tomahawk. Geht er da aggressiv rauf? Ich würde sagen, nein. Versucht den Two-Frame zu kriegen, schafft's nicht. Backer reicht nicht. Oder passt nicht, klappt nicht. Grab. Der wird langsam will er schon auch mal. Okay, der Downtilt. Oh, 200 schon wieder. Und gleich ist Arsene auch weg. Ein Hit noch. Oh, aber der Steck. What? Niemals. Als ob er das überlebt. Du kannst den Plumpsack nicht umhauen. Ja, echt mal. Der Plumpsack DDD. Einfach super heavy. Super heavy. Super heavy. Aber reicht nicht für den Downthrow. Jetzt also mal eine Lead für Repos. Mal schauen, ob er sie halten kann. Direkt den Hammer in die Fresse. Und ja, Frame-Trap. Auf die Frame-Trap reingefallen. Da muss man, also er hatte ungefähr 100. Da hätte er den Gordo fressen müssen oder einfach hängen bleiben. Painful. Mhm. Und jetzt sieht das nämlich nochmal ganz anders aus. Jetzt ist aber allerdings Arsender. Mal gucken, ob er irgendein Follow-Up bekommt. Ja, das sieht gut aus. Okay, wollte hier die Combo extenden. Oh! Was schön. War das denn? War das ein Spike? Ja, das war ein Spike. Wow. Oder ein sehr Meteor. Gut. Oder ein Meteor. Wie wir jetzt wissen. Oh! Oh, okay. Just casually charging up my smash. Safe. Oh. Okay, das ist jetzt die Chance von Repos. Ah! Er ist eben schon auf die Frame Trap raus reingefallen, deswegen. Erwarte ich jetzt von ihm, dass er da nicht nochmal rauf... Gut. Ja, okay. Okay, aber es ist wieder relativ even. Sehr, sehr gut gespielt. Mhm, safe. Spielt Flora eigentlich immer DDD? Ja. Also ich habe auch schon Kirby gesehen, aber... Okay. DDD all the way, kann man sagen. 36% hier gerade von Gordo. 36. Das ist mehr als die meisten Kombos von Arsene. Und es ist wieder even. Allerdings haben wir hier jetzt Arsene draußen und wir sehen, wie viel Shield-Damage der macht. Er kann allerdings gerade nicht so wirklich Aggression zeigen. Flora hopst wie wild hoch und runter. Und das funktioniert. Ja. Oh, Arsene ist weg. Frame-Trap funktioniert nicht. Vielleicht nochmal eine Chance für Repos. 111%. Eben waren es halt 200 irgendwas, ne? Deswegen... Rechne ich jetzt nicht wirklich mit einem Early Kill, aber mal gucken. Laser schreit schon seinen Monitor an. Ich glaube, was Repos jetzt sehen muss, ist das. Die Nachricht muss er sehen, dass er dann wieder resettet. Mit dem Big Juicy Ass aus der Gebooty Blasted aus der Stage, ey. Oh.